Ja, bei mir, da oben. Ich baller schon auf den ein. Komm schon. Okay, ich glaube, der ist down. Ja. Yep. Der ist gerade in Flammen aufgegangen. So, ich räume erstmal hier bei dir den Weg frei. Oder wie Rosenstolz singen würde ich. In Flammen. Was? Ja, die hässliche Voller da. Ach komm, fuck off, ey. Riss das. Und das. Okay, dann nur noch ein Schädel. Muss schnell die Zombies hier wegräumen. Warte, ich hab eine Granate. Alter! Ich dachte... Alter, ich muss hier kurz weg. Mann! Alter! Komm her! Ja, schon auf dem Weg. Schön, wie er sich nicht für mich interessiert. Zu früh gefreut. Ja, wenigstens noch ein paar Kugeln in den Dings reingedonnert. Oh, Mann! Och Mann, lass mich doch in Ruhe, du scheiß Zombie! Da spawnt wieder was. Guck grad. Kamikaze gespawnt. Und ein paar Zombies wieder. Da wieder einer. Und hat noch zwei Schädel. Ja, ja, ich seh's grad. Ich hab grad, glaube ich, einen getroffen. Das war ich. Ah, jetzt aber. Lass den. Ja, ja, ich lass den auch. Ich räum hier grad mal schnell die Zombies hier weg. Eben. Alles klar. Los. Jawohl. Nein. Oh. Kommst du? Jo. Okay. Wow. Wenn du mir jetzt erklären kannst, wie die so schnell in das Flugzeug gekommen sind, dann okay.
Gut. Damit hätten wir es geschafft. Dann gucken wir uns jetzt noch die Mitwirkung da an. Ach echt? Ja, bei mir wollte ich ja, sofort zurück ins Hauptmenü. Mitwirkende. Ach so, okay. Das auf alle Fälle. So. Haben wir das auch endlich abgeschlossen? Endlich. Also ich war gerade echt enttäuscht vom Ende. Ich habe gerade eher gedacht, hey, jetzt zerfetzt jeder Zombie und so weiter und irgendwo im Hintergrund ist noch Adolf Nazi. Nazi. Beste Aussage. Mann! Zombie Adolf halt, der vor Wut irgendwie auf den Schreibtisch klopft irgendwie und dann irgendwie auch so ein Relikt hat, der dann die ganzen Zombies dann wieder zum Leben erweckt. Es wurde ja schon angekündigt, dass es ja einen dritten Teil gibt, aber allerdings nur, wenn man die Trilogie vorbestellt. Oder bestellt. Wenn du die Trilogie kaufst, dann hast du halt den dritten Teil dabei. Ja, was ich scheiße finde. Aber schätze mal, dass der dritte Teil genau da weitergeht, wo der zweite aufgehört hat, und zwar mit einem Flugzeugabsturz. Weil die sind ja wegfliegen. Genau. Das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, wie es da weitergeht, ist ein Flugzeugabsturz. Yep. Denke ich mir mal auch. Beziehungsweise, dass der Adolf, Zombie Adolf, halt irgendwie auch so ein Artefakt hat, das man dann zerstören muss. Er das aktiviert. Nee, und das wär ziemlich dämlich, wenn es noch ein Artefakt gibt. Hm. Uah. Na, schauen wir uns doch mal die Mitwirkende an. Gerade an die falsche Taste reingekommen. Gut. Zombie Army 2 erfolgreich abgeschlossen. Den Einsatz, den wollten wir zwar auch machen, aber das Problem ist, können wir nicht. Den einseitig mit Tino zusammen eventuell gemacht, aber aufgrund von den ganzen Hakenkreuzen und alles haben wir es dann doch lieber gelassen gehabt und waren dann halt damals direkt zum zweiten gesprungen. Genau. Weil die Zensur, die wäre echt. Da war ja jede zweite Häuserwand voller Hakenkreuze. Hätte gar nicht versuchen brauchen zu zensieren. Tja, ja. Aber ich bin Gott froh, dass wir es durch haben, hey. Irgendwie schon, ja. Was war schon. Auf der einen Seite hat es zwar schon Spaß gemacht, aber auf ja, der anderen. Ja, es war halt einfach so schlauchig. Was ja, jetzt Serious Sam auch nicht gerade anders macht. Ja, klar, aber ist die Gegnervielfalt viel größer und das Waffenarsenal und das ist halt einfach ein Fun-Shooter, während du hier. Die ganze Zeit nur auf Zombies angriffst. Ist ein Spiel, aber so zum einmal zocken oder einfach mal für so ein gelegentlich für so einen mal Abend mit Kollegen ist das ganz nett, aber ja, das ist nichts Großartiges, ja, was so auch den Preis von 15 Euro ungefähr erklärt. Ja, aber wie gesagt, ich bin echt froh, weil die ganze Zeit, was ich da zum Teil als daneben geschossen habe. Weil der eine Zombie auf einmal so ruckartig den Kopf vorbewegt und so weiter und die Kugel am Hinterkopf vorbeizischt. Hat mich schon so ein bisschen angekotzt. Ja, aber ich bin echt froh, dass es endlich vorüber ist. Ja. Ich bin schon aufs Synchronisationsteam gespannt, wer alles mitsynchronisiert hat. Das sind ja auch so viele, ne? Vor allem die Stimme vom Deutschen, die war hoch. Die würde mich interessieren. Ich glaube, die kenne ich sogar. Ja, weil die vom Russen, die kam mir auch irgendwie bekannt vor. Ne. The characters and events disrupted in this game are fictionless. Any similar to actual persons living dead or undead is purely. Ja, klar. Rein zufällig. Hitler. Alle Charaktere, die im Spiel vorkommen, sind rein zufällig. Aha. Oh Mann. Beste. Nehmen wir daraus, liebe Kinder. Genau, wenn ihr das geguckt habt, dann seid ihr schlecht erzogen. Weil das Spiel ab 18 ist. Oh Mann. Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Laufen bei dir eigentlich noch die Mitwirkende, oder?
Ne, bei mir waren sie gerade vorbei. Ah, okay, weil bei mir ist gerade bei Asura Engine Team. Weil ich auch so sehr an die falsche Taste reingekommen bin und. QA Manager, QA Lead. Music Composed, Recorded, Mixed and Mastered by Mark Rufford at. Was? Major Studios London. Okay. Na komm, ich will endlich die Synchronisation. Na, das war auch mit das meiste gewesen. Das waren ordentliche Texte. Und vor allem waren die Charakter auch ziemlich gesprächig. Ja, ne? Voll cool. Online Game Masters hat vorhin Fallout 3 veröffentlicht. Oh, sehr schön. Sag mal gucken. Ich mag Jungs voll. Die sind zwar alle total bescheuert im Kopf und keine Ahnung, aber. Ja, die sind irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Verrückt will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber. Fallout? Einfach nur dumm. Einfach nur dumm. Fallout? Spacken überhaupt. Das kannst du laut sagen, aber Fallout, das finde ich richtig gut. Das fesselt mich. Nun gut. Sniper Elite Zombie Army 2 oder auch Sniper Elite Nazi Zombie Army, wenn es die Uncut-Version wäre, 2. Erfolgreich abgeschlossen. Wenn es die Uncut-Version wäre, 2. Oh, warte, ich habe noch einen Achievement von gekriegt. Was ist denn das? Achievement. Erklär mir das scheiße Achievement! Das war irgendwie so ein ganz langer Text an Achievement. Irgendwas mit Salut. Kill 2000 enemy grunts in Koop. Ich habe 2000 Gegner im Koop getötet. Mhm. Ja, da gab's noch ein Achievement irgendwie, wow, du hast das Spiel durchgespielt, irgendwie Zombie-Puss und dann Salut, irgendwas, bla bla bla. Ja, das habe ich nicht gekriegt. Das war aber auch beim ersten Sniper schon. Weißt du, da hat Tino hat halt den Endboss gekillt. Mhm. Und hat dann Achievement gekriegt, hier fürs Level abgeschlossen und dass er den Boss gekillt hat und so weiter und ich bin komplett leer ausgegangen. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Dying Light. Brücke runtergesprungen. Achso. Scheiße, kein Achievement bekommen. Ja, hast du aber nachgeholt, hab ich gesehen. Ja, ich bin hochgeklettert. Alter, das ist so ein Scheiß, um da hochzuklettern. Das musst du nachts machen, ey. Ja, ich weiß, ich bin ja auch. Einmal habe ich es tagsüber versucht und ich habe es nachts über versucht. Hey, ich habe da echt das Kotzen bekommen. Ich bin da, glaube ich, 5 oder 10 Mal bin ich da runter gestürzt und immer die ganze Zeit beim Fischerdorf gelandet. Das war blöd. Ja, genauso wie war das, weil beim an der Seilwinde, wo du dann auf die andere Seite wolltest, da wo wir dann nachher runtergesprungen sind, erstmal auf der Kante abgesprungen. Fast runtergeflogen und auf die Brücke geklatscht und nicht irgendwie da gefangen hättest. Ja. Oh Mann. Na gut. Dann würde ich mal sagen, war's das von unserer Seite auf hier. Aus hier? Meine Güte. Nicht auf hier. Das Apfelschorle macht echt. So. Nee, also es war's. Und so, ne? Ja. Hab ich vorhin auch gehabt, aber gut, ich bin das ja gewöhnt. Ich meine, ja, Zitrone oder kalte Zitrone ist ja voller Vitaminschock, Vitamin C. Ja gut, ich nehme ja kaum Vitamine zu mir, das sollte ich halt mal rasch ändern. Wer braucht schon Vitamine? Eine Currywurst tut's auch, 12 Vitamine. Okay. Ich weiß, bei uns hier in der Gegend, da gibt's eine Imbiss, beste Imbissbude hier im Saarland. Wurde schon mehrfach ausgezeichnet und wenn du dir da eine Currywurst bestellst, so eine ganz normale Portion, halt Curry rot-weiß, hat dann noch mit Pommes dabei und so. Ey, du hast da echt mit zu kämpfen, weil das schmeckt so geil, aber gleichzeitig ist es auch so extrem sättigend. Wenn du da den ganzen Teller verputzt hast, dann brauchst du aber auch nichts mehr den restlichen Tag zu essen. Okay. Ich glaube, ich weiß, was meine nächste Aufgabe besteht, wenn ich mal Urlaub habe. Ist vor allem nicht nur verdammt
geil, lecker und gut, sondern auch noch verdammt günstig, weil für eine Currywurst, du hast da schon eine ordentliche Portion, hat einen ganzen Teller voll, der da vollgepackt ist. Mhm. Für 2,20 ungefähr. Ja, so kostet auch bei uns eine Currywurst, aber die kriegst du halt in so einem kleinen Pommes-Pappmaché-Ding. Teller nee, irgendwie. Da kriegst du das schon in so einem richtigen Teller, wenn du da isst. Außer du machst halt so mitnehmen. Wenn ja, du dann klar. Halt bei denen isst, dann kriegst du da halt schon richtig. Plastikteller. Pappteller. Richtige Teller. Ah, okay, cool. Ja, dann weiß ich, was ich das nächste Mal mache, wenn ich eine Woche Urlaub habe. Ich komme zum Saarland, esse eine Currywurst und gehe wieder. Muss man nur die Adresse. Gut. Bevor wir uns aber weiter verbabbern, würde ich sagen, was das von unserer Seite aus hier. Ich hoffe, ihr habt das Let's Play im vollen Umfang genossen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten, würde uns freuen. Und bin ich auch nicht, weil wir haben das Let's Play auch nicht genossen. War eher ja, eine Tortur. Es war doch teilweise immer eine Tortur. So, ja, wir müssen da Dings noch aufnehmen. Ach, stimmt ja. Kein Bock irgendwie gehabt und dann nach einer halben Stunde war schon wieder Schluss. Oder ja. Nach einer Dreiviertelstunde. Aber das, ja war jetzt, das war aber echt so, weil... Keine Ahnung, das hat irgendwie nicht so großen Fun gemacht. Das hat mir echt überdenkt. Ja, wie dem auch sei, falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten, würde uns freuen. Und wir sehen uns bei einem nächsten Projekt oder bei einem nächsten Video, was immer es auch sein wird. Bis dann wünschen wir euch alles Gute, euer Maikaff. Und euer Steve. Ciao, bis dann. Ciao.